Isabella, wir sind fertig. Du bist zu viel für mich und ich habe es satt. Guillermo ging und ich brach in Tränen aus. Ich war pummelig und hatte keine Freunde. In der Schule wurde ich oft gemobbt und jetzt hatte mich zu allem Überfluss auch noch mein Freund abserviert. Oh, ich hätte alles getan, um abzunehmen. Oh, seid ihr es auch leid, solche Videos zu sehen? Es ist doch klar, wie die Geschichte enden wird. Wie auch immer, die anderen Kanäle können machen, was sie wollen, aber persönliches Tagebuch wird anders sein. Habt ihr das Video schon abonniert und geliked? Dann lasst uns loslegen. Ich bin Melissa. Mein Name ist griechischen Ursprungs und bedeutet Biene. Ich mag Honig sehr gerne, aber ich schweife ab. Als ich geboren wurde, hat meine Mutter geschrien. Ha, schau dir dieses süße Brötchen an. Sie war so überglücklich, dass sie auch meinen Bruder zur Welt gebracht hat. Das war ein Scherz. Natürlich wussten meine Eltern, dass sie Zwillinge bekommen würden. Sam und ich wurden ziemlich verwöhnt. Seit wir Kinder waren, aßen wir eine Menge Kuchen, Donuts, Karamelläpfel, Popcorn. Ich sollte aufhören, sonst ertrinke ich in meinem eigenen Speichel. Ich will damit sagen, dass ich nie dünn gewesen bin. Alle in meiner Familie waren pummelig. Das ist meine Mutter Agnes. 120 Kilo voller Schönheit und Charme. Sie war ein beliebtes Plus-Size-Model und ihre Fotos zierten zahlreiche Zeitschriftencover. Und das ist mein Vater Paul. 180 Kilo Freundlichkeit und gesunder Appetit. Er war Weltmeister im Schnellessen von Hotdogs. Es hat mich immer erstaunt, wie viel er auf einmal essen konnte. Ihr habt bereits meinen Bruder Sam gesehen. Er wog 100 Kilo und war in einem Junior-Sumo-Team. Sumo ist japanisches Ringen in lustigen Lendenschürzen. Googelt es später. Mein Bruder war ein Staatsmeister. Und dann war da noch ich. Mom nannte mich 80 Kilo Glück. Unsere Familie hatte eine Tradition. Jeden Freitag stellten wir uns auf die Waage und verglichen, wie viel wir zugenommen hatten. Hey. Natürlich hat Dad jedes Mal gewonnen, aber Sam sagte, er würde ihn bald einholen. Ich war die dünnste in der Familie, wenn man das so nennen kann. Deshalb sorgten Mom und Dad dafür, dass ich mehr aß als alle anderen. Seht euch das an. Das ist unser Abendessen. Igitt. Manchmal war ich so voll, dass ich mich nicht einmal bewegen konnte. Warum habe ich so viel gegessen? Nun, ich wollte meine Mutter nicht verärgern, also habe ich geschwiegen. Es mag euch vielleicht überraschen, aber ich hatte keine Probleme wegen meines Gewichts. Meine Freunde bewunderten mich und ich war bei den Jungs beliebt. Ich habe euch am Anfang ja gesagt, dass meine Geschichte wie keine andere ist. Der Tag, auf den ich gewartet hatte, war endlich gekommen. Nun, Sam hatte auch darauf gewartet. Es war unser 16. Geburtstag. Wie immer hatten unsere Eltern eine riesige Torte für uns bestellt. Unsere Geschenke waren darin versteckt. Wir sollten so lange essen, bis wir unsere Geschenke gefunden hatten. Sam bekam einen Fahrkurs und ich bekam... Wartet, lasst mich erst schlucken. Was ist das? Moment mal, das ist ein Flugblatt für einen Plus-Size-Model-Wettbewerb. Das stimmt, Brötchen. So habe ich meine Karriere begonnen. Du bist jetzt 16 und kannst auch mitmachen. Puh. Ich hatte meine Mutter immer bewundert und sogar beneidet. All diese Fotoshootings und Verträge mit bekannten Marken. Ich wollte auch Model werden. Also gefiel mir mein Geschenk, aber zuerst musste ich ein Casting bestehen. Ich war so nervös, dass ich am nächsten Morgen nicht einmal mein Frühstück beenden konnte. Ich fühlte mich, als würde ich gleich gegen den Endgegner in einem Spiel kämpfen, das auf dem Schwierigkeitsgrad hart gespielt wird. Meine Mutter bemerkte das und beschloss mitzukommen, um mich zu unterstützen. In der Agentur wurde ich gebeten, auf einem Podium zu laufen. Dann machten sie Testfotos von mir und nahmen Maße. Alle machten mir immer wieder Komplimente, also dachte ich, der schwierige Teil wäre vorbei. Aber dann kam eine Mitarbeiterin der Agentur auf uns zu und schüttelte entschuldigend den Kopf. Melissa, du bist talentiert und charismatisch, aber... Hey, was soll die dramatische Pause? Aber was? Du bist zu dick für ein normales Model und zu dünn für ein Plus-Size-Model. Du musst entweder abnehmen oder zunehmen. Wow, meine Träume waren einfach so zerplatzt. Aber meine Mutter umarmte mich aufmunternd und sagte, es sei nichts Schlimmes, abgelehnt zu werden. Du musst einfach mehr essen und sobald du etwas zunimmst, versuchen wir es noch einmal. Meine Mutter beschloss, dass ich die doppelte Menge an Essen zu mir nehmen sollte. Sobald wir die Agentur verließen, besorgte sie uns Donuts mit 3 Füllungen. Ich wartete am Auto auf sie. Als ich eine schlanke Frau bemerkte, die mich ansah, als wäre ich ein Gemälde in einem Museum. Melissa, Schätzchen, du bist so groß geworden. Kenne ich sie? Die Frau wollte gerade etwas sagen, als Mom mit den Donuts zurückkam. Sie starrte die Fremde an und sagte, ich solle ins Auto steigen.
Spricht nicht mit dieser Frau, Süße. Aber wer ist das und woher kennt sie mich? Hier sind deine Donuts. Mehr kauen, weniger reden. Wir fuhren los. Ich hörte auf meine Mutter und fing an zu kauen. Ich aß, wenn ich im Unterricht war, wenn ich mit meinen Freunden abhing, wenn ich persönliches Tagebuch sah. Ich aß sogar beim Zähneputzen. Ich habe alles getan, um für das nächste Vorsprechen an Gewicht zuzulegen. Aber das Seltsame war, dass ich stattdessen anfing abzunehmen. Zuerst dachte ich, die Waage sei kaputt, aber als meine Eltern und mein Bruder sich auf sie stellten, funktionierte sie einwandfrei. Mama hat mich sehr unterstützt und sogar einen Rahmen an die Wand gehängt für ein zukünftiges Zeitschriftencover mit mir drauf. Ich wollte sie nicht enttäuschen, also erzählte ich ihr nichts von meinen Problemen und aß weiterhin alles, was in Sicht war. Ich fühlte mich wie Pac-Man. Nom, nom, lecker. Leider hat nichts funktioniert. Ich verlor ständig an Gewicht und war so aufgebracht, dass ich den Appetit verlor. Eines Tages wurde ich sogar in der Schule ohnmächtig. Während ich bewusstlos war, sah ich, wie mich riesige Hamburger verfolgten. Ich kam schnell wieder zu mir, aber meine Lehrerin war besorgt und rief trotzdem meine Eltern an. Sie kamen sofort und brachten mich nach Hause. Melissa, du machst mir Sorgen. Du siehst aus wie ein Eclair ohne Füllung. Was ist denn da los? Habt ihr manchmal auch das Gefühl, dass eure Mutter ein menschlicher Lügendetektor ist? Manchmal sah sie mich an und es war, als würde eine Glühbirne über ihr aufleuchten. Piep, piep, Lüge entdeckt. Ich hatte keine andere Wahl, als zuzugeben, dass ich abgenommen hatte. Meine Eltern waren entsetzt. Sie dachten, ich hätte mich ausgehungert und wäre deshalb in Ohnmacht gefallen. Zu Hause wartete dann bald ein Festmahl auf mich. Während ich in der Küche aß, flüsterten meine Eltern im Flur aufgeregt miteinander. Zuerst dachte ich, es sei nicht wichtig, aber dann hörte ich etwas, das mein Interesse weckte. Es ist alles Lauras Schuld. Wir sind ihr bei der Modelagentur begegnet. Laura? Meinte sie die Frau, die mich bei meinem Vornamen nannte? Ich wollte meine Eltern nach ihr fragen, aber ich war so voll, dass ich nicht vom Tisch aufstehen konnte. Oh, rollt mich bitte in mein Zimmer. Zum Abendessen kochte Mom ihr spezielles Steak in der Größe von Texas. Ich konnte das Essen gar nicht mehr ansehen und schob den Teller von mir weg. Meine Familie starrte mich an, als wollten sie fragen, wer bist du und was hast du mit unserer Melissa gemacht? Es ist Zeit für verzweifelte Maßnahmen. Meine Mutter gab mir ein paar Appetitanreger und sagte mir, ich solle diese Pillen jeden Tag nehmen. Ich träumte von einer Karriere als Plus-Size-Model, also widersprach ich nicht. Zur Freude meiner Eltern begann ich wieder zu schlemmen, aber mein Gesundheitszustand verschlechterte sich weiter. Vielleicht war mein Appetit doch nicht das Problem, aber ich wollte meine Mutter nicht verärgern, also sagte ich ihr nichts. Eines Tages ging ich mit meiner Familie einkaufen. Ich fühlte mich ein wenig schwindelig und ging auf die Toilette, um mir das Gesicht mit kaltem Wasser zu waschen. Doch sobald ich mich über das Waschbecken beugte, wurde die Welt dunkel und ich wurde wieder ohnmächtig. Als ich aufwachte, sah ich Lauras besorgtes Gesicht über mir. Sie war diejenige, die mich gefunden hatte. Die Frau sagte etwas über meine Ohren brummten und ich konnte die Worte nicht verstehen. Plötzlich stürmte Mom herein und jagte Laura von mir weg. Du schon wieder? Bleib weg von Melissa! Agnes, siehst du nicht, dass du deiner Tochter wehtust? Ich sagte, raus mit dir. Bevor sie ging, steckte die Frau mir noch ein Stück Papier in die Tasche. Was zum Teufel? Wann hatte sich mein Leben in einen Spionagefilm verwandelt? Zu Hause fragte ich meine Eltern, wer diese geheimnisvolle Fremde war. Aber sie sagten mir, ich soll im Bett bleiben und mir keine Sorgen machen, bis es mir besser ginge. Aber ich hörte, wie sie wieder über diese Frau flüsterten. Die Geheimniskrämerei ging mir langsam auf die Nerven. Ich erinnerte mich an den Zettel in meiner Tasche und faltete ihn auf. Es stand eine Telefonnummer darauf, die ich sofort anrief. Laura nahm ab. Hier ist Melissa und ich will wissen, was da los ist. Ich bin froh, dass du angerufen hast und ich werde dir alles erklären. Wir sollten uns treffen. Das lässt sich einrichten. Am nächsten Tag überzeugte ich meine Eltern, dass es mir viel besser ging und ich zur Schule gehen wollte. Wie ihr vielleicht schon vermutet habt, ging ich in Wahrheit zu Laura. Unser Gespräch hat mein Leben verändert. Ich bin die Schwester deiner Mutter. Du kannst mich also Tante Laura nennen. Was? Ich konnte es nicht glauben. Mom und Laura sahen sich überhaupt nicht ähnlich. Aber meine Tante hat mir Familienfotos gezeigt, als sie noch Kinder waren. Wahnsinn. Opa und Tante Laura waren auf allen Fotos dünn, während Oma und Mom pummelig und niedlich waren wie Zuckerwatte. Ich war immer schlank wie unser Vater, aber meine Schwester kam nach unserer Mutter. Alle in Moms Familie waren mollig. Laura sagte, dass ihre Eltern unterschiedliche Vorstellungen davon hatten, wie sie ihre Kinder erziehen sollten. Sie stritten sich ständig und ließen sich schließlich scheiden. Meine Mutter war wütend auf ihren Vater und ihre Schwester und brach alle Verbindung zu ihnen ab.
Ich habe jahrelang versucht, unsere Beziehung wieder aufzubauen, aber es war sinnlos. Alles, was ich tun konnte, war, mir die Fotos von meinem Neffen und seiner Nichte in den sozialen Medien anzusehen. Wow. Als ich dich sah, wurde mir klar, dass du deinem Großvater ähnlich bist. Wie ich bist du genetisch dazu veranlagt, schlank zu sein. Wartet, hatten mich meine Eltern gemästet, weil sie wollten, dass ich so aussehe wie sie? Was war ich, ein Weihnachtstruthahn? Ich war wahrscheinlich ohnmächtig geworden, weil ich zu viel gegessen hatte. Ich dankte Laura, dass sie mir die Wahrheit gesagt hatte. Als ich nach Hause kam, beschloss ich, ein einfaches Experiment durchzuführen. Ich aß so viel, wie ich wollte und keinen einzigen Keks mehr. Meine Tante hatte recht gehabt. Ich begann schnell Gewicht zu verlieren und das Tollste war, dass ich mich jetzt gesund und fröhlich fühlte. Natürlich habe ich meinen Eltern nichts erzählt. Ich versteckte das Essen, das ich nicht aß, und gab es dann streunenden Hunden. Außerdem steckte ich die Medaillen, die mein Vater für den Gewinn aller Hotdog-Esswettbewerbe bekommen hatte, in meine Tasche, um die Waage zu täuschen, und trug mehrere Pullover, damit niemand bemerken würde, dass sich mein Körper veränderte. Es ist so kalt heute. Ich glaube, ich ziehe noch einen Pullover an. Willst du mich auf den Arm nehmen? Ich schmelze vor lauter Hitze. Eine Zeit lang war alles in Ordnung. Aber eines Tages holte mich meine Mutter ohne Vorwarnung von der Schule ab und brachte mich zur Modelagentur. Ich denke, deine Maße sollten jetzt genau richtig sein. Ups, ich wurde plötzlich nervös. Ich konnte nicht zulassen, dass sie die Wahrheit herausfindet. Als wir ankamen, bat ich meine Mutter, im Flur auf mich zu warten. Hau sie um, mein Marshmallow. Ich ging hinein und tat genau das. Zuerst zitterte ich vor Nervosität wie ein Fruchtgummi, aber die Jury schien zufrieden zu sein, also beruhigte ich mich und fühlte mich sicherer. Ein paar Minuten später ging ich mit einer Vertreterin der Agentur zurück zu meiner Mutter. Und wie ist es gelaufen? Großartig. Melissa muss nur noch ein bisschen abnehmen und wir werden gerne einen Vertrag mit dir abschließen. Mom war fassungslos. Sie schaute mich genauer an und verstand alles. Ich hatte sie noch nie so wütend gesehen. Sie nahm mich an der Hand und brachte mich nach Hause. Wir hatten ein Familienmeeting und es war eine totale Katastrophe. Meine Eltern haben so laut geschrien, dass unsere Nachbarn wahrscheinlich dachten, es gäbe ein Erdbeben. Wie konntest du unserer Familie so verraten? Ich bin enttäuscht von dir, Schwester. Wir sind alle mollig, aber wir sind auch glücklich und erfolgreich. Aber du hast dich entschieden, so zu sein wie alle anderen. Irgendwann bin ich dann doch durchgedreht. Nur weil ich anders bin als ihr, heißt das nicht, dass ich unsere Familie verraten habe. Du hast mich immer wieder mit Essen vollgestopft, obwohl mir davon schlecht wurde. Mom, du interessierst dich nur dafür, wie viel jeder wiegt. Du hast sogar aufgehört, mit deiner eigenen Schwester zu reden wegen so etwas Dummen. Mom hat nicht damit gerechnet, dass ich das mit Laura weiß, und ist in die Luft gegangen. Dumm, was? Naja, vielleicht solltest du bei deiner Tante wohnen. Ihr habt ja so viel gemeinsam. Vielleicht werde ich das. Ich packte meine Sachen und stürmte aus dem Haus, wobei ich die Tür auf dem Weg nach draußen zuschlug. Ich lief noch eine Weile durch die Stadt, um mich abzukühlen, und rief dann Laura an. Als ich ihr erzählte, was los war, tröstete sie mich und sagte mir, dass ich bei ihr wohnen könnte. Ich habe die Familie meiner Tante in ihrem Haus getroffen. Sie waren alle ziemlich schlank. Nicht, weil sie sich mit Diäten oder Sport gequält hätten. Sie waren einfach von Natur aus schlank, so wie ich. Dort zu leben war wie ein Hauch frischer Luft. Ich brauchte mich nicht zu fragen, ob mein Gewicht richtig war. Ich passte einfach rein. Ich war einfach ich selbst. Meine Freunde und Bewunderer liebten mich für meine Persönlichkeit, so dass es für sie keine Rolle spielte, ob ich dick oder dünn war. Meine Familie und die Modelagentur waren die einzigen, die sich darüber aufregten. Also beschloss ich, zum Teufel mit den Schönheitsnormen. Ich vergaß alle Castings und genoss weiterhin mein Leben. Aber eines Tages rief mich die Agentur an und fragte mich, warum ich nicht vorbeigekommen sei. Sie wollten, dass ich weiter abnehme und dann in einem Werbespot für eine beliebte Bekleidungsmarke mitspiele. Ich werde es tun. Aber nur, wenn ihr aufhört, mir zu sagen, dass ich noch mehr abnehmen soll. Ich möchte normale Teenager wie mich und meine Freunde vertreten. Sie haben eine Weile darüber nachgedacht, aber schließlich beschlossen, dass es eine gute Idee ist. Schließlich gab es eine Menge Leute, denen ich helfen konnte, sich selbstbewusster zu fühlen. Ich war überglücklich. An diesem Abend geschah etwas Unerwartetes. Meine Eltern und mein Bruder kamen plötzlich vorbei. Sie sagten, sie vermissten mich sehr und wollten, dass ich wieder nach Hause komme. Es tut mir leid, Melissa. Ich hätte dir nicht sagen sollen, dass du mehr Gewicht zulegen oder deine Gesundheit gefährden sollst. Ich bin stolz darauf, was für ein starker und erstaunlicher Mensch du bist. Und dann entschuldigte sie sich bei Laura dafür, dass sie sie so viele Jahre lang ignoriert hatte. Wir waren alle verschieden, aber was soll's? Wir waren immer noch eine Familie. Sie umarmten sich und dann führten wir viele herzliche Gespräche und spielten Spiele. Das wurde zu unserer neuen Familientradition. Ich weine nicht, ich habe nur das Ende im Auge. Sam, wie ist deine Fahrstunde gelaufen?
Oh, es war verrückt. Persönliches Tagebuch sollte ein Video darüber machen. Das ist ja interessant. Wollt ihr die Geschichte meines Bruders sehen? Sagt es uns in den Kommentaren unten. Und vergesst nicht, gefällt mir zu drücken. Wir lieben euch, Leute.